Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 News Video. Die letzten paar Wochen waren relativ trocken, was News angeht. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen länger gewartet, um das einfach ein bisschen zusammenzufassen. Und damit würde ich direkt mal einsteigen. Die erste News, die wir mitgekommen haben, ist von einem Entwickler, beziehungsweise einem Community Manager. Hat er bei Twitch im Chat gepostet, als Antwort auf jemand anderen, der gefragt hatte, ob man mit Fahrzeuge klauen kann. Und er hat darauf geantwortet, eben, dass das wieder möglich sein soll. Zweitens, einer der Lead-Entwickler hat bekannt gegeben, dass es bei Battlefield 2042 die sogenannte Positive Play-Mechanik geben soll. Damit sollen zum Beispiel jetzt Cheater oder auch vor allem Beleidigungen und sowas oder generell, wenn Leute sich halt irgendwie das andere mobben wollen oder sowas, dass sowas dann irgendwie gefiltert oder bekämpft wird. Wie das jetzt genau aussieht, haben die es natürlich nicht erwähnt, aber es soll es anscheinend geben. Und zusätzlich hat er noch im gleichen Satz gesagt, dass es zu Crossplay noch nichts gesagt wird. Zumindest aktuell. Ob da später noch was kommt, weiß man es auch nicht unbedingt. Drittens soll nicht jede Map ein Levolution-Event haben. Also soll es nicht jede Event, jede Map soll es nicht einen Sturm haben oder einen Vulkan oder sonst was, sondern es gibt auch wieder einfach normale Maps, die einfach normal funktionieren. Und tatsächlich haben sie es auch diese Events Levolution genannt wieder, also so wie sie auch in B4 geheißen haben. Viertens sollen die Battlefield Briefings, also das sind diese kurzen Video-Nachrichten, kann man sagen, wo die Entwickler einfach ein bisschen über das Spiel reden, die sollen nicht wöchentlich sein. Eigentlich hatten sie, glaube ich, gesagt, dass das so sein soll, aber dann haben sie einfach jetzt einen Tweet rausgehauen, oder auf Reddit, glaube ich, dass sie gar nicht wissen, wo das herkommt, dass Leute das denken. Das ist halt auch mal ein 1A-Dice-Moment einfach. Alle freuen sich so, ah ja geil, jetzt haben wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Kommunikation mit den Entwicklern und was machen sie? Erstmal wieder zurück, backtracken und das Ganze nicht reinbringen, das ist halt auch mal wieder 1A. Fünftens haben sich die Entwickler bei Reddit dazu geäußert, wie das Movement aussehen soll bei BF 2042. Also zumindest ein bisschen haben sie was zugesagt. Und zwar hat einer der Core-Gameplay-Engineers hat geantwortet und er hat gesagt, dass das Movement-System auf BF5 aufbauen soll, aber dass auch ein bisschen abgeändert wird, so nach Community-Feedback und ein paar anderen Sachen. Und dann hat er auch noch gesagt, dass sie über das Crouch- und Jump-Spam in Anführungszeichen Bescheid wissen. Das hat sich schon mal ein bisschen kritisch angehört, finde ich, weil richtig viele Battlefield-Spieler, die man so bei Reddit und sowas sieht, die haben wirklich einfach was gegen Movement, weil sie Leute, die sich mehr bewegen, einfach nicht treffen können, weil sie kein Aim haben. Und es gibt wirklich so viele Leute, die sich deswegen aufregen, dass, wenn man springen und sliden kann, in BF5 oder in BF1 auch zum Anfang. Und das ist halt wirklich dumm einfach, weil wenn man ein gutes Movement-System hat, wo man sich viel bewegen kann, ist das einfach eine neue Skill-Stufe so, wo man sich ein bisschen spezialisieren kann und ein bisschen besser werden kann einfach. Und die Leute wollen das halt wirklich einfach nicht, weil sie nicht gut aimen können. Das ist der einzige Grund, warum das nicht wollen würde. Und man hat es ja bei BF1 gesehen, wie schlecht das ausgeht, wenn man den Slide zu hart nerft. Weil am Anfang war das Slide in BF1 relativ gut, haben viele benutzt und dann wurde doppelt genervt gleich. Und das hat ihn wirklich unglaublich scheiße gemacht. Und das komplette Movement in BF1 hat darunter gelitten. Also BF1 hat wahrscheinlich so das schlechteste Movement unter allen Battlefield-Titeln und allen modernen zumindest. Da gibt es halt wirklich überhaupt keine Tiefe, kann man nichts lernen, du bist eigentlich immer gleich gut, kann man sagen. Sechstens hat Battlefield 2042 mehrere Partnerschaften mit verschiedenen Firmen. Es wären bis jetzt mal Nvidia, Xbox, Logitech, Western Digital Black, das ist ihre Gaming-Sparte von den Western Digital SSDs und ich glaube HDDs machen die auch, die halt ein bisschen schneller laufen als die normalen. Und zuletzt haben sie noch Polaris, das ist so ein Offroad-Fahrzeughersteller. Und da dürfen sie anscheinend manche Modelle und sowas verwenden, also die richtigen Namen und die richtigen Skins und sowas. Hat man ja im Trailer gesehen, dieses Quad, das ist einfach das Richtige, wie es auch in echt gibt. Ist ganz interessant, aber wirklich interessant für uns ist hier eigentlich nur die Kooperation mit Nvidia, weil die haben schon confirmed, dass es bei Battlefield 2042 DLSS und Nvidia Reflex Low Latency geben wird. Das ist eine ziemlich coole Sache, weil DLSS macht natürlich die Performance bei allen Karten, die das halt können, deutlich besser. Und Reflex Low Latency ist auch eine richtig nice Sache, weil du da praktisch umsonst bessere Input-Zeiten kriegst, also hast du weniger Delay und fühlt sich generell auch besser an. Und das funktioniert auch bei Warzone und sowas zum Beispiel richtig gut, deswegen ist es auch nice, dass es auch bei Battlefield 2042 reinkommt. Man weiß aber natürlich noch nicht, ob es auch sowas für AMD reinkommen soll. Die haben ja erst vor kurzem auch eine DLSS
Wettbewerbstechnologie praktisch revealed, aber da weiß man nicht, ob die das auch unterstützen werden. Das von AMD funktioniert da auch so ein bisschen mit Future Frame Rendering, was in BF5 schon gab. Also können wir gespannt sein, ob das tatsächlich reinkommt. Wäre natürlich eine gute Sache für alle. Am 8. Juli gab es dann ein Event, wo zwei der Hauptentwickler von Battlefield 2042 ein kleines Panel hatten. Da waren dann auch noch zwei Apex-Entwickler dabei. Und da sind ein paar kleinere Neuigkeiten rausgekommen. Erstens wurde DICE LA, also das war so ein Support-Studio immer, von normalen DICE in Schweden. Die haben dann unter anderem den BF4-Netcode und generell BF4 so ein bisschen gefixt nach dem Launch. Und die wurden jetzt zu Ripple Effect umbenannt. Und ich glaube, das soll so ein bisschen symbolisieren, dass die jetzt ein eigenes Studio sind und nicht mehr nur so ein Support-Studio für DICE. Und es wird wahrscheinlich auch dann so sein, dass die in Zukunft auch eigene Spiele entwickeln werden und nicht nur an Battlefield mitarbeiten. In der dritten Game Experience sollen Fan-Favorite Maps zurückkommen. Und der Leaker Tom Henderson hat da anscheinend schon ein paar gehört, die reinkommen sollten. Das wären erstens Metro aus BF3. Locker aus BF4, Wake Island aus 1942, Siege of Shanghai aus BF4, Eureka Harbor aus Battlefield Bad Company 2 und Caspian Border aus BF3. Die Auswahl finde ich eigentlich nicht schlecht, aber was ich ein bisschen lächerlich finde, ist, dass beides Metro und Locker reinkommen sollen und vor allem, dass Locker generell reinkommen soll, weil Locker ist wirklich keine gute Map, finde ich. Vor allem, wenn man Metro als Vergleich dazu hat. Metro aus BF3 ist wirklich 100-mal besser als Locker aus BF4. Also da gibt es echt gar keine Diskussion drum. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man das reinnehmen sollte. Also würde ich persönlich einfach rauslassen. Mit den anderen Maps kann man eigentlich relativ zufrieden sein. Wäre natürlich nice, wenn noch vielleicht ein paar Maps, die noch aus den älteren Titeln sind, also Battlefield 2 oder Battlefield 1942, dass da vielleicht noch ein paar mehr reinkommen würden. Aber ansonsten kann man da schon zufrieden sein. Zum Hazard Zone Modus soll man erst im Herbst mehr erfahren. Also das ist ja dieser Battle Royale ähnliche Modus, aber sie haben wieder ein paar Mal gesagt, dass es kein normaler Battle Royale werden soll. Manche sagen, dass es so ein bisschen eher in die Richtung wie Escape from Tarkov werden soll. Ich finde es dann aber ein bisschen komisch, dass sie das erst dann im Herbst erwähnen sollen. Also das ist ja eigentlich fast schon Release-Zeitraum und erst nicht im Sommer oder so ein bisschen mehr dazu sagen. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Dann wurde noch gesagt, dass es keinen Tablet Commander über BF4 geben soll. Also da hat man ja so eine Mobile App gehabt, da konntest du dann einfach den Commander Modus von deinem Tablet ausmachen, musst du keinen PC haben dafür. Das soll es anscheinend nicht geben, das haben sie ganz explizit gesagt. Und was man aber auch noch gehört hat von dem Entwickler, der es gesagt hat, ist, dass es wahrscheinlich generell keinen Commander geben wird in Battlefield 2042 und auch in den nächsten paar Titeln nicht. Und da sind es wahrscheinlich manche ein bisschen enttäuscht, weil das gefällt tatsächlich vielen, aber ich persönlich finde es ein bisschen gimmicky. Also B4 habe ich das eigentlich null benutzt. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber hat mir es nicht mehr Spaß gemacht, als das Spiel normal zu spielen. Und wenn es mal so BF3 und 4 vergleicht, ich glaube, niemand vermisst den Commander-Modus in BF3. Also finde ich das eigentlich eine ganz okaye Sache so. Der Live-Service von Battlefield 2042 soll so ein bisschen an den von Apex angepasst werden oder angelehnt werden. Das heißt, dass man eben immer so alle paar Monate so eine Season hat, dann kommen da neue Skins, eine neue Map, neue Waffen und Legenden und sowas rein. Der funktioniert natürlich bei Apex relativ gut, zumindest vom wirtschaftlichen Standpunkt aus. Aber ich persönlich finde den Live-Service von Apex ehrlich gesagt nicht besonders gut, weil der wirklich wenig, richtig, richtig wenig Content einfach reinkommt. Also ich weiß nicht mehr, wenn bei Apex so das letzte Mal eine richtig, richtig neue Waffe reinkam, erst einmal abgesehen von dem Bogen und die Legenden, das dauert ja auch immer Monate oder ich weiß nicht, vielleicht kommen da 3 oder 4 oder sowas im Jahr raus maximal. Das finde ich echt ein bisschen wenig Content, vor allem so, für so ein Spiel wie Battlefield, da muss einfach mehr kommen, meiner Meinung nach. Dann haben sie auch noch erwähnt, dass in Battlefield 2042 die Level anscheinend schon teilweise prozedural generiert sein sollen. Das heißt, dass eine AI bestimmte Aspekte oder gleich die ganze Map erstellt. Die haben jetzt nicht gesagt, zu welchem Ausmaß das eingesetzt wird, aber ich würde es hier schätzen, dass es einfach so ein bisschen zum Beispiel Steine und Pflanzen und sowas in relativ leeren Gebieten hinsetzt, damit das nicht ein Entwickler jeden Stein und jeden Grashalm hinsetzen muss. Das wird auch schon in vielen anderen Spielen angewandt, um einfach ein bisschen Zeit und Aufwand zu sparen. Also ist es schon eine ganz okay Sache. Zusätzlich haben sie aber auch noch erwähnt, dass in den nächsten Battlefield-Titeln, also denen nach 2042,
Cloud-unterstützte Features geben soll. Also er hat dann zum Beispiel hier erwähnt, dass es dann Destruction geben soll und damit praktisch die Berechnung in der Cloud gemacht und ist dann an deinen PC gesendet. Und damit kannst du halt viel, viel extremere Effekte machen, viel, viel genauere Simulationen. Und das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache, auch wenn es natürlich ein bisschen kritisch ist, wenn man überlegt, dass es dann immer von diesen Servern abhängig ist, wie das aussieht und wie das dann von den Delays und sowas aussieht, muss man natürlich auch mal gucken, aber das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil ich glaube, die letzten Experimente, die sie damit hatten, war ja bei diesem Crackdown 3 da von Microsoft und da ist es anscheinend nicht so gut gelaufen damit, also werden wir uns mal überraschen lassen, wenn die Zeit kommt, aber das kann noch einige Jahre dauern, würde ich sagen. Was man tatsächlich auch noch rausgehört hat, ist, dass es tatsächlich noch weitere Battlefield-Teile geben wird, weil manche Leute haben ja auch spekuliert, dass das Battlefield 2042 so eine Art Dauerspiel werden soll, so wie das zum Beispiel Apex ist oder Warzone, dass einfach gar kein neuer Titel mehr rauskommt, aber das wurde dann damit praktisch abgesägt und wir werden tatsächlich auch neue normale Titel kriegen, was ich auch eine gute Sache finde. Was ich auch noch gut fände, ist, wenn ihr auf den Like und den Sub-Button klicken würdet, weil das war's schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst ein Sub da. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare, Vorschläge, Fragen oder sonst habt, haut sie einfach in die Kommentare. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Video. Bis dann, haut rein.